Elefanten sind die größten Landsäugetiere der Erde und zweifelsohne eines ihrer beeindruckendsten Geschöpfe. Ihre Größe, ihr einzigartiger Körperbau, ihre Intelligenz und ihr starker Familienzusammenhalt haben Menschen schon immer begeistert und inspiriert. In vielen Religionen und in der Folklore sind Elefanten zu einem Symbol geworden. Historische Bilder, Schnitzereien und Zeichnungen belegen das. Trotzdem haben Menschen in späteren Jahrhunderten unzählige Gräueltaten gegen diese sanftmütigen Riesen begangen, aus Geld und Habgier. Drei Abenteurerinnen, Gabi aus Deutschland, Kesia aus Kenia und Cassila aus Brasilien, haben einen ganzen Tag im Neisner-Elefantenpark verbracht. Bei einem morgendlichen Ritt auf den Elefanten haben sie viel von den Pflegern dieser genialen Tiere gelernt und sogar ein Elefantenkalb gefüttert. Dabei erfuhren sie mehr über die traurige und geheimnisvolle Geschichte der Neisner-Elefanten. Keine Ahnung, welches Tier mich am meisten begeistert und fasziniert. Schwer zu sagen. Aber müsste ich mich für eins entscheiden, ich glaube, dann wäre es der Elefant. Solch einem riesengroßen Tier nahe zu sein, ihm Auge in Auge zu begegnen, das muss der Wahnsinn sein. Und da träume ich schon sehr, sehr lange davon. Und deshalb freue ich mich auf diese tierische Begegnung hier im Neisner Elefantenpark in Südafrika. Schon im Morgengrauen sind diese Elefanten wach und werden von ihrem sicheren Schlafplatz auf ein großes Stück Land der Farm gebracht. Manchmal geht es auch direkt zu wartenden Touristen, die voller Vorfreude auf ihren Elefantenritt sind. Ein wirklich einmaliges Erlebnis. In Südafrika gibt es den größten Genpool der noch existierenden Elefanten, den am südlichsten lebenden Elefanten, den afrikanischen Elefanten. Ich rede von Tieren in natürlicher Herdengemeinschaft. Wir bemühen uns, mit Hilfe des Elefantenwaisenhauses die Tiere in dieser Region nicht aussterben zu lassen. Sie reden von Waisen. Wurden ihre Eltern getötet? Jeder Elefant hat eine andere Geschichte. Und diese Elefanten spielen eine große Rolle bei der Bildungsarbeit. Wir haben ein Sprichwort: Erhaltung durch Information. Es begann 1994 mit zwei kleinen Elefanten, Harry und Sally. Sie waren noch winzig kleine Kälber. Wir haben wirklich bei Null angefangen, denn in den Wäldern von Neisner lebte nur noch ein einziger Elefant. Wir wollten die Tiere bei uns haben, um die Menschen über die Vergangenheit aufzuklären, damit solche Gräueltaten nicht noch einmal passieren. Der Neisner Elefantenpark ist ein offenes, überwachtes Gelände in der Nähe der Stadt Neisner an der Südküste Südafrikas. Die Elefanten können sich hier frei bewegen und auf den Feldern grasen, wie sie es auch in der Wildnis tun würden. Trotzdem brauchen sie Betreuer, die ständig bei ihnen sind, weil sie unter Menschen leben und mit ihnen interagieren. Diese Elefanten werden nicht dressiert und haben keine atypischen Verhaltensweisen. Sie wandern überall hin, wohin sie wollen. Wenn sie trinken oder essen oder schwimmen gehen wollen, dürfen sie das. Sie dürfen sich paaren und Kinder haben. Dieser Park ist etwas ganz Besonderes. Harry und Sally waren die ersten Elefanten in diesem Park. Sie waren noch sehr jung und kamen aus dem weltbekannten Krüger-Nationalpark. Dort waren sie Teil eines speziellen Aussonderungs- und Umsiedelungsprogramms. 1994 beendete der Krüger-Park dieses Programm.
Als wir dorthin fuhren und sie uns anschauten, waren es ursprünglich 3 Elefanten. Einer war an Unterernährung gestorben. Auch Sally litt an Unterernährung. Hauptsächlich schuld daran war ein Mann, der die Elefanten haben wollte, um auf einem der großen 5 zu reiten und einen anderen der großen 5 zu erschießen. Dieser Mann organisierte Löwenjagden. Er dachte, wenn er die Jäger auf einen Elefanten setzt und sie so Löwen jagen, könnte er einige $1000 oder so mehr verdienen. Das Ergebnis war, dass Klein Willi an Unterernährung starb und Sally sehr wütend und aggressiv wurde, sodass der Mann schließlich im Krankenhaus landete. Er entschied sich, die Elefanten zu verkaufen. Wir fuhren hin und schauten sie uns an. Wir mussten 3, 4, 5 Mal dorthin fahren, bevor wir sie sehen konnten. Als wir diese kleinen Geschöpfe dann endlich sahen, sie reichten mir bis zur Schulter, verliebte ich mich in sie, wollte sie um jeden Preis haben. Ich wusste nicht, wie sowohl ihre als auch unsere Zukunft aussehen würde, ob sie jemals frei sein würden, wie sie es heute sind, ob es viele Babys geben würde. Wir hatten absolut keine Ahnung. Aber es hat sich alles wunderbar entwickelt. Sally ist die Matriarchin und sie hat alle Babys und Elefantenkühe, die wir hergebracht haben, adoptiert. Harry ist wie ein großer Teddybär. Er ist wirklich ein sanfter Riese. Vielen Dank, Arnold, für diesen wunderbaren Ritt. Dieser Kerl ist fast wie ein großes Ledersofa. Der Elefant ist so demütig und so emotional, aber trotzdem so groß und mächtig. Das sagt viel über ein Tier aus. Seine Anmut ist erstaunlich. Das hier ist Tosche. Sie ist genauso alt wie ich, 22 Jahre. Das, was ich hier gerade mache, auf einem Elefantenreiten, das ist, glaube ich, das, was ich mir schon immer gewünscht habe, mir schon immer erträumt habe, seit ich denken kann. Und deshalb ganz herzlichen Dank an Sabili, dass er mit mir hier geritten ist. Natürlich herzlichen Dank an Harry. Das ist ein Elefantenbulle, 21 Jahre alt, 4,5 Tonnen schwer. Hammer, absolut Hammer. Großartig, auf so einem fantastischen Tier zu reiten. Harry, Trunk up. Good. Vielen, vielen Dank für den Ritt. Es war wunderbar. Ich hoffe, dass Sie es auch genossen haben. Ich bin einfach sprachlos und sehr ergriffen. Habt ihr die Haut gespürt? Genial. Wir sind an einem Dornbusch vorbeigelaufen und er lief einfach weiter, so krrrk, und nichts passierte, nichts. Wenn ich so etwas machen würde... Harry, er könnte sprechen, wenn du zu ihm sagst, Harry, sprich mit mir, antwortet er. Oh, wirklich? Ich habe Geschenke bekommen. Mein Elefant ist so lieb, wenn Besucher da sind, nimmt er gerne Sachen vom Boden und gibt sie dem Besucher. Er sagte, das ist ein Geschenk für dich. Und ich, echt, wirklich? Es war ein Taschentuch vom Boden. Es ist für dich. Und er heißt dich damit willkommen. Wow, danke schön. Bist du auf einem Weibchen geritten? Nein, ein Männchen. Also mochte er dich, ja? We use the elephants in the park to do a lot more than teach conservation. Wir machen mit den Elefanten viel mehr als Naturschutz zu vermitteln. Es gibt so viele wunderbare Geschichten. Elefanten sind sehr vielfältige Tiere. Wir sind zum Beispiel sehr aktiv im Bereich des Drogenentzugs. Es ist ein erstaunlicher Prozess, weil jeder Elefant seine eigene Geschichte hat, von einem anderen Ort kommt, seine eigenen Traumata und seinen persönlichen Hintergrund hat.
Wir stellen jeden Elefanten mit seiner eigenen Geschichte den Menschen vor, mit denen wir zusammenarbeiten. Dadurch können Sie den Elefanten als eine Metapher für Ihr eigenes Leben nehmen. Sie können sich mit einigen der Traumata eines Elefanten identifizieren. Wir beschreiben dann, wie die Elefanten ihre Traumata überwunden haben, wie sie ihre Probleme lösen, wie sie ihre Intelligenz und Fähigkeiten nutzen, um vor ihnen liegende Herausforderungen zu meistern. All das in der Hoffnung, dass viele der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sich damit identifizieren und dadurch Kraft für ihr eigenes Leben bekommen. Gestern war ein querschnittsgelähmter Mann hier für einen Elefantenritt. Dieser Mann sitzt immer im Rollstuhl. Vor ihm saß jemand und hinter ihm, er in der Mitte, mit einem grandiosen Lächeln auf dem Gesicht. Obwohl Elefantenhaut sehr dick ist, ist sie doch sehr sensibel. Ein Elefant hat keine Schweißdrüsen. Er kühlt sich ab durch Suhlen im Schlamm und durch Schlagen mit den Ohren. Afrikanische Elefanten haben die größten Ohren der Welt, bis zu 2 Meter groß von oben nach unten. Diese haben sie nicht, um besser hören zu können, sondern weil es in den tropischen Regionen heißer ist und die Ohren dazu dienen, die Hitze zu verringern. Im Inneren der riesigen Ohrenklappe befindet sich ein Netzwerk aus großen Blutadern. Durch das Schlagen der Ohren kühlt sich ein Elefant in mehrfacher Weise ab. Jedes Schlagen weht Luft über den Körper des Elefanten und kühlt gleichzeitig die Blutadern in den Ohren, sodass kühleres Blut im Körper des Elefanten zirkuliert. Die Stoßzähne eines Elefanten sind keine Dekoration, sondern haben viele wichtige Funktionen. Der Elefant benutzt sie als Werkzeug, als Waffe und bei Machtkämpfen. Obwohl ihre Stoßzähne sehr hilfreich sind, können und müssen einige Elefanten ohne sie leben. So wie es Rechts- oder Linkshänder gibt, sind auch Elefanten Rechts- oder Links-Stoßzähner. Der häufiger verwendete Stoßzahn wird Hauptstoßzahn genannt und ist als Folge kürzer und runder. Der faszinierende Rüssel besteht aus Nase, Oberlippe und Muskeln des Elefantengesichtes, zusammengefügt zu einer einzigartigen 5. Gliedmasse. Die beiden Nasenlöcher sind umgeben von mehr als 100.000 Muskelfasern. Ein afrikanischer Elefant hat 2 dreieckige Finger am Rüsselende und kann damit kleine Gegenstände aufheben. Wer es erlebt hat, ist meist überrascht, wie leise sich Elefanten durch den Busch bewegen. Das liegt an ihren natürlichen Stoßdämpfern, die aus elastischem Binde- und Fettgewebe bestehen. Das Gewicht eines Elefanten liegt auf den Zehenspitzen und den Gewebepolstern unter den Fersen. Elefanten sind geschickte Kletterer an steilen Hügeln und Bergen, gelegentlich sogar an Klippen. Elefanten kommunizieren über sehr tieffrequente Laute miteinander, den sogenannten Infraschall. Das geht über eine Distanz von 20 bis 30 Kilometern. Elefanten sind Pflanzenfresser und verbringen etwa 3/4 ihrer Zeit, Tag und Nacht, mit Fressen. Ein erwachsener Elefant frisst täglich zwischen 100 und 200 Kilogramm Pflanzen, je nach Größe und Lebensraum. Schauen Sie die Struktur bei Elefanten an, die Matriarchen. Schauen Sie uns an. Bei uns steht die Großmutter ganz oben und wenn sie redet, hörst du zu. Ich habe beobachtet, wie meine Mutter meiner Oma zugehört hat. Es gab keine Diskussionen. Meine Oma hat meiner Uroma zugehört, meine Tochter mir. Da gibt es diese bestimmte Struktur, auch bei Elefanten. Nur sie bekommen es hin. Bei uns klappt das noch nicht so ganz. Nehmen wir den Elefantenbullen. Wenn der dominante Bulle am Wasserloch trinkt, gehen die anderen Bullen nicht hin. Er trinkt zuerst. Er geht, die anderen kommen. So läuft das. Wenn wir nur einige dieser Regeln aus dem Dschungel übernehmen würden, ich denke, wir wären bessere Menschen. Wenn ein Elefant krank wird, bringen Herdenmitglieder Futter und helfen ihm aufzustehen. Wenn er stirbt, versuchen sie einige Zeit lang, ihn mit Futter und Wasser wiederzubeleben.
Sobald klar ist, dass er tot ist, wird die Herde sehr still und bleibt tagelang am Grab. Wenn ein Elefant eine besonders enge Beziehung zu dem verstorbenen Artgenossen hatte, kann er sogar Anzeichen einer Depression zeigen. Man hat beobachtet, dass Elefanten noch Jahre später den Ort besuchen, an dem einer aus ihrer Herde oder Familie gestorben ist. Oft bleiben sie mehrere Tage dort und trauern. Was empfindest du für deine Mutter oder Großmutter? Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Kind stirbt? Elefanten haben genau dieselben Gefühle. Wir wissen, dass Elefanten zu tiefen Gefühlen fähig sind. Trauer, Freude, Liebe, Eifersucht, Wut, Kummer, Leidenschaft und Leid. Wir füttern gleich einen Baby-Elefanten. Dafür müssen wir noch seine Flasche mit Milch vorbereiten. Die geben wir ihm dann. Felix, was müssen wir tun? Hier ist die Öffnung. Und wenn ihr die Milch in die Flasche umfüllt, dann achtet darauf, dass alles dicht ist, damit ihr euch nicht vollspritzt. Okay, alles dicht. Wenn es spritzt, nicht auf mich. So, jetzt die Flaschensauger. Manche sind etwas schwierig anzubringen. Ich halte den Sauger immer an einer Seite fest und ziehe ihn dann so drüber. Genau. Gut gemacht. How's that for you? Ich glaube, es ist eine unbeschreibliche Erfahrung, so nah an dem Elefanten dran zu sein und sogar ein Elefantenbaby zu füttern. Unglaublich. Einst gab es Millionen afrikanischer Elefanten in ganz Afrika. Tragischerweise wurde ihre Zahl Mitte der 80er Jahre durch Wilderei dezimiert. Auch heute sind manche Populationen ständig in Gefahr, aufgrund der Wilderei wegen Elefantenfleisch und der großen internationalen Nachfrage nach Elfenbein. Ich glaube, jeder, der hierher kommt, dieses Tier berührt und sich in dieses Tier verliebt, wird im Gegenzug den Lebensraum dieser Tiere bewahren, sie am Leben erhalten und kein Elfenbein kaufen. Und nicht einfach sagen, ich kaufe das eben oder wie wäre es mit einem Ledergürtel? Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich glaube, dass es ein Gleichgewicht geben muss. Wenn es zu viele Elefanten gibt, müssen welche erlegt werden. Aber dann passiert das auf humane Art und Weise, was bei Wilderei nicht der Fall ist. Und ich glaube nicht, dass Wildtiere so ausgebeutet werden sollten, wie es der Fall ist. Ich habe so viel von Elefanten gelernt. Sie lehren zu geben und Mitgefühl. Und diese besondere Bindung zueinander, genial. Und ich beobachte Sally, die nie ein eigenes Baby hatte. Jedes Baby wird von ihr akzeptiert und aufgezogen. Und wenn das kleine Wesen was macht oder jammert oder von einem anderen umgestoßen wird, ist Sally da und beschützt es. Es ist einfach genial, mit ihnen zu arbeiten. Man kann es nicht erklären, außer man erlebt es. Wenn wir morgens aufstehen,
sagen wir nicht, oh, haben wir ein Glück. Für uns ist es ein absolutes Privileg. Es ist solch ein Geschenk, aufzuwachen, aus dem Schlafzimmerfenster zu schauen und Harry oder Sally zu sehen. Oder im Morgenmantel zu ihnen zu gehen, um ihnen einen Apfel zu geben. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr diese liebevollen Riesen einen berühren können. Diese Wesen sind Geschöpfe Gottes und durch sie können wir den Menschen die Natur näher bringen. Mit Hilfe der Elefanten können wir so viele Menschen in unterschiedlichen Situationen erreichen. Wenn man bedenkt, dass du so nah neben ihr stehen kannst, sie umarmen kannst und sie sich dabei wohlfühlt. Wahnsinn! Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Jeder Elefant, den ich hier getroffen habe, hat eine einzigartige Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, dass Gott sie so geschaffen hat, so wie er jeden Menschen mit seinem Charakter einzigartig geschaffen hat. Ich verstehe es absolut nicht, warum Tausende von Elefanten jährlich getötet werden, nur weil manche Menschen Elfenbein bei sich zu Hause haben wollen. Diese Begegnung mit Elefanten hat mein Leben auf ganz besondere und emotionale Weise bereichert. Diese Welt ist voller Menschen, die Not leiden und Probleme haben. Ich freue mich, dass diese Elefanten, die auch Probleme hatten, Menschen helfen, Schwierigkeiten in ihrem Leben zu überwinden. Wie kann man auch nur für einen Moment daran zweifeln, dass Gott Elefanten geschaffen hat?